recht herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zu einer weiteren Prognose Schweiz gegen Frankreich. Und diesmal mit dem EP-Mod und dem Havoc Gamer. Hallo! Ja, ich bin auch mal wieder da. Moin! Ja, denn der Fortune, der ist nämlich auf Geschäftsreise. Mal wieder. Und das ist, wir wissen, das ist eigentlich nicht das Stadion. Welches Stadion spielen die denn eigentlich in Wirklichkeit? Das Spiel ist ja am Freitag, den 20. Juni um 21 Uhr in Salvador in der Fonte Nova Arena. Ja, sehr schön vorbereitet sind wir hier auf jeden Fall. Große Veränderungen hast du bei dir irgendwie vorgenommen? Nee, nur den Ribéry rausgenommen, weil er ja auch nicht dabei ist. Genau, und ich habe bei mir, hier sehen Sie es, Sommer anstatt den anderen Torwart, dessen Namen ich immer verkehrt ausspreche. Belangio oder Belango oder... Benaglio oder was? Ja, Benaglio. Der von Wolfsburg. Benaglio, genau. Ja. Den habe ich gegen Sommer ausgetauscht. Weil der mir beim letzten Spiel da, der Schweizer, nicht so wirklich gefallen hat. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, auf ein schwieriges Spiel. Tja, natürlich für die Schweiz, ne? Sind natürlich hier der, sind die Obermacher, ja? Frankreich nur durch Glück weitergekommen, ja? Ja, ja. Benzemas eines Tor, das wurde nur gerade so durch die Tortechnik durchgelassen. Gott, die hätten sie gewonnen. Ja, aber auch nur ganz knapp, ja. So, aber jetzt haben sie einen richtig guten Gegner, einen harten Gegner. Und Anstoß hier in Salvador. Genau, auf geht's. Hier ist unser Bayern-Mann, Shaqiri. Bei mir hat Schaka kein Face, das muss ich noch ändern. Nasri, direkt mal hier. Hier kein Face ist. Oh! Nein, Sommer ist da, Dr. Sommer. Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn. Und du ganz besonders, mein Freund. Matiudi ganz sicher, Koscielny. Ah. Ja, allgemein, die WM ist ja jetzt voll im Gange und es gab auch schon einige Überraschungen, oder Nico? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und damit ist gemeint, dass Chile den ehemaligen Weltmeister aber sowas von rausgehauen hat. Das freut uns natürlich sehr. Auf jeden Fall. Und Spanien hat lange Zeit reagiert. Ja, die Zeiten, in denen der Spanier... Die sind glasklar vorbei. Es kann sich irgendwie keine wirklich. Benzema! Schuss! Oh. Dr. Sommer ist da! Dr. Sommer ist da! Ja, passt ja. Shaqiri ist auch da. In Spanien tritt der König zurück und Spanien fliegt raus. Das passt doch. Oh, sehr gut. Ja, ja, also wenn man es jetzt ganz makaber nehmen will, dann kann man das natürlich so machen. Ah, hab ich gewusst. Schaka. Evra. Elf Meter da. Und rote Karte natürlich. Und rote Karte natürlich. Mindestens gleich für zwei. Amin Nasri. Benzema. Benzema, klassischer Spieler. Ich lieb diesen Mann. Ah. Ich war jetzt hier noch nicht drin im Game. Balbuena. Der kleine Zwerg. Oh. Das war ja mal nix, ne? Ja, den der war jetzt so, auch nicht so der den hätte Dr. Sommer auf jeden Fall gehabt. Ne? Ja, klar. Also von daher, keine Bleibt Gefahr hier. 0-0 hier. Nasri hat er noch. Schön gespielt. Aber Nasri verliert den Ball. Das war irgendwie eine Aktion von Shaka, die. Die geht man so gar nicht. So nicht nachvollziehbar war. Abseits. Ah. Dieses war doch abseits. Ne? War ganz klar. Oh, doch nicht. So ganz klar war da nichts, nicht, ne? Doch, guck dir die rote Linie an, ja. Das Einzige, was du rot-weiß ist, ne? Was? Pommes rot-weiß?
Na, hab ich. Jetzt aber bei Buena. Ach, Pelé, was soll das denn jetzt? Schön gespielt, ey. Aber dann fehlt ihnen einfach die Schnelligkeit hier, ne? Ja. So, aber. War auch Frankreich noch nicht ganz in dem Spiel drin. Und. Hat das gibt's Lose. Nicht, da fehlt ihm einfach die Geschwindigkeit, Alter. Ja, danke. Kein Problem. Aber keiner vorne. Jetzt aber Granit. Granit-Chaka! Oh, er musste abziehen, er konnte nichts anderes machen, er wurde stark bedrängt da. War schon dachte, nicht schlecht. Das ist ein schöner Schuss, ja. Ja. Ach, Spanien, sag ich hier schon. Frankreich auch noch nicht so wirklich konsequent mit den Pässen hier. Die Tricolore. Wie sie auch spitznamenmäßig. Na, oh. Ah, macht er wieder gut. Schön gespielt auf Payet. In die Mitte. 1:0. Von der Pogba. Ja, ist der nicht eigentlich der gesperrt? Für. War Pogba nicht auch gesperrt, weil der auch schon eine Gelbkarte hatte? Nicht, dass ich wüsste, nee. Kann ich mich natürlich aber auch irren. Es gab schon so viele WM-Spiele, da kommt man ein bisschen durcheinander. Uff. Der Rami, schöner Fuß. Ja. Ja, momentan läuft ja England gegen Uruguay. Vielleicht hast du ein Zwischenergebnis, ich habe gerade keins. Nein! Auch leider nicht. Jetzt aber mal auf das Spiel konzentrieren, hier. Benzema. Ah, lässt sie alle stehen. Schussversuch! Oh! Meine Fresse nochmal! Da wird ja der Hoppel in der Pfanne verrückt. Verrückt! Wird da verrückt! So, ich guck mal ganz kurz, was meine FIFA-App sagt. So nebenbei. Macht es. Auf meinem gesponserten Tablet. Von O2. Jetzt komm. Ja, ich wusste es. Seferovic. Was war das denn? Oh, da steht 1:0 für Uruguay. Oh mein Gott. Oh, England sagt dann wohl auch adios. Tja, 75. Minute, wenn ich es richtig sehe. In der 39. Minute hatte Thures. Ja, wäre auch sonst, ne? Ja, dann sagt es bei England, weil mein zweites Heimatland hat natürlich die Engländer auch geschlagen, ist ja ganz klar. Mit der Barlo, ne? Ja. Da sehen wir Shaqiri, der Bayern-Mann. Der ganz keine Ahnung, hier, wohin soll ich denn spielen? Ah, das war so klar. Geil, ey, wenn England auch noch rausfliegt, läuft. Auf jeden Fall, dann sind die ganz Großen alle raus und hier sagen wir erstmal Halbzeitpause. Wir gehen erstmal einen Tee trinken, ja, und ich glaube, ich muss meinen Schweizern erstmal so richtig den Marsch blasen. Also, bis zur zweiten Halbzeit. Da sind wir ja schon wieder. Da sind wir. Zweite Halbzeit hier in dem grandiosen Spiel mit Dr. Sommer und seinem Team. Der Torschütze. So. Oh, schön gemacht, schön gemacht! Oh. Jetzt kommt die Schweiz langsam. Rodriguez. Doka. Oh Mann, du Alter. Das sieht erst so
krank daneben aus und dann fällt der Ball so krank runter. Athletisch, der Seferovic hier. Jetzt aber, Konter. Frankreicher suchen immer den Benzema. So eine Ruckler hier. Ja, hab ich auch gerade. Ja, wir haben auch zufälligerweise. Was heißt eigentlich zufälligerweise? Ist er unglücklich ausgedrückt. Ja, das war auch sehr unglücklich. Gerade hier gelbe Karte für Shaqiri. Wir hatten auch eben gerade ein paar Probleme mit dem Connecten bei den EA-Servern. Vielleicht kann das auch da. Der ist mit dem Kopf richtig auf den Ball, der Arme. Ja. Das tut mir natürlich leid, ne? Ja, der war natürlich auch. Kein Problem für Sommer. Ja, so ein Schmetterlingsball, ey. So. Was denn, ey? Ich hab keine Ahnung, was da ist. Ganz böses Abseits, ganz böses Abseits. Es ist immer ein Witz. Oh, Benzema, komm nicht ran. Und kein Problem. Für Lori, Lorelei. Oh, danke. Oh, Benzema. Benzema, Schuss. Und, oh, Sommer. Sommer will mehr. Sommer will noch mehr. Oh, kommt da jemand ran? Nice. Ja, die Schweizer haben kein Konzept. Oh, dann verlieren sie immer. Oh, schön gespielt, Valbuena. Ecke. Ja, du kennst langsam meine Spielweise auch. Ja. Nach innen ziehen. Aber hier ist. Berami. Alter, das ist nicht gut, den Ball da zu verlieren. Kann Frankreich das bestrafen? Oh! Ja, Sommer. Der neue Gladbach-Keeper. Mann, ey! Hey, Schiri! Ach komm! Komm mal her, komm mal. Was? Nee, da war nichts gewesen. Valbuena direkt. Wieder so ein cooler Ball. Komm mal, ins Wenzel. Oh Mann, ey. Es schlecht, läuft also nicht. Schweiz kommt irgendwie nicht wirklich zum Zuge und auch nicht zum Spiel. Ein Foul hier nach dem anderen. Ach komm. Jetzt machen die Franzosen hier wieder El Poperi. Oh, das war sehr schön gespielt hier. Und der kleine Zwerg Valbuena zum 2:0. Meiner Meinung nach auch der Favorit Frankreich in diesem Game. Aber jetzt im Real Life natürlich. Matuidi. Ach, das ist doch wieder ein Witz, Alter. Ich nehme ihn dir ab und dann, dass du ihn zum Einwurf kriegst. Es ist FIFA-like-mäßig, Alter. Ja, ein paar Monate noch, dann haben wir wieder ein neues FIFA. Ja, dann können wir wieder auf dem nächsten rumstecken. Rumhacken, ja. Im Endeffekt kann man dann trotzdem wieder 5000 Spielstunden. Ja. Jetzt muss sich die Schweiz irgendwas einfallen lassen. Und das werden sie jetzt wohl auch mit dem ersten Wechsel. Bin gespannt. Da kommt, ich guck mal, was hier auf der Bank so ab. Aber nichts Starkes eigentlich. Giroud. Oliver Giroud, spielt der? Weißt du was davon? Weiß ich nicht. Ich wechsle ihn trotzdem mal ein. Vielleicht machen wir so wie immer die Lotterie-Dings ohne Gewehr. Spiel ohne Gewehr. So, und die Schweiz wechselt gleich drei auf einmal aus. Und da soll jetzt hier was passieren.
In der 83. Minute, Schweiz geht auch jetzt wahrscheinlich auf die offensive Taktik. Schöner Ball. Da ist auch direkt ein Joker. Er schießt! Aber dann nicht. Das gibt es nicht, Alter. Okay, auf geht's. Oh, Krimic. Oh mein Gott! Schuss! Und Lore. Noch ein Schuss! Und wieder Lore. Jetzt mal Buena. Nein! Sommer. Dr. Sommer. 5 Minuten Nachspielzeit. Oh. Jetzt werden die Schweizer, ne, ein wenig ruppig. Ja, sie sind halt sehr frustriert von diesem leider doch unfairen Spiel. Dass ja, die Schiedsrichter natürlich hier veranstalten. Haben die Schiedsrichter entschieden. Und da ist auch Ende. Ja, was glaubst du, wie wird deine Prognose für das Spiel? Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass Frankreich wirklich 0-2 gewinnt. Ich könnte mir das auch sehr gut vorstellen, ja. Ich gebe auch so ein 2. Ja, Frankreich gewinnt 2-0, sage ich auch. Genau. So, wir hoffen, euch hat es trotzdem gefallen. Lasst einen Daumen da oder teilt das Video auf jeden Fall. Schreibt in den Kommentaren und wir sind für dieses Mal erstmal raus. Das nächste, was jetzt kommen wird, Deutschland gegen Ghana. Also, bis dahin und tschüssi!